Kinas, willkommen zurück zu Clash Royale. Der letzte Part war für mich wieder mal abfuckend as fucking fuck fuck. Aber ich kann euch sagen, ab heute, ab hier und jetzt, ab diesem Part an, ist mir jede Niederlage vollkommen egal. Denn ich habe jetzt gelernt, über meinen Schatten zu springen und zu sagen, scheiß doch drauf, was juckt dich dieses Spiel eigentlich? Du spielst es, weil die Leute es sehen wollen, und warum ärgerst du dich denn jedes Mal, wenn du Pokale absteigst? Klar ist das scheiße, weil du dann irgendwie vor den ganzen Leuten als Idiot dastehst, weil du Trophäen verloren hast, aber naja, auch wenn mich diese Tatsache so ärgert, denke ich mir dann so, okay, scheiß doch drauf, ich meine, ich nehme dieses Spiel auch eigentlich sowieso null ernst. Es geht mir ja nicht darum, irgendwie 30.000 Pokale zu erreichen. Es geht mir darum, dass ihr mit diesem Projekt euren Spaß habt. Und das ist eine Tatsache, die ich bei den letzten Malen immer wieder vergessen habe. Also bei und Thron öffnen. Gut, hätten wir. Also solange wir uns hier in Arena 4 weiterhin rumbewegen, ist alles in Ordnung, ganz ehrlich. Ne? Da brauche ich mich auch nicht irgendwie zu schämen, das ist für mich ganz normal und gängig. Und wenn irgendwelche Vollidioten in den Kommentaren flamen, dass ich voll lächerlich Arena 4 bin, obwohl ich Level 7 bin, dann ist das so. Ich meine, ich lese es ja sowieso nicht. Also kann ich mich da auch nicht drüber aufregen, weil ich da nichts von sehe. Gut, Kinders, ihr seht, ich habe das Deck ein bisschen umgestellt. Nee, habe ich nicht. Ich hatte es mal umgestellt gehabt. Aber gut. Ich hatte es echt mal umgestellt gehabt. Ich hatte dann nämlich, ihr werdet es euch jetzt gerade sehen. Ihr seht, ich hatte den Ballon am Start und dann hatte ich den Grabstein am Start gehabt. Quasi als Ablenkgebäude. Wisst ihr, wie ich das meine? Quasi. Ich kann auch den Tesla nehmen. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber, naja, der Tesla kostet 4 Elixier. Und da will ich doch lieber, weiß nicht, den Grabstein nehmen. Ich weiß nicht, die Argumentation ist ein bisschen kaputt, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Einfach nur so ein Gebäude dafür, wisst ihr, es steht einfach nur quasi so weit rum. Oh, dankeschön, das ist aber nett. Das ist sehr nett. Es steht quasi genauso rum wie der Tesla-Turm, mit dem Unterschied, dass da quasi kein Schaden gemacht wird, sondern dass einfach nur Skelette rauskommen, die nach vorne gespammt werden. Wisst ihr, wie ich das meine? Und diesen Grabstein eben, den lege ich an die gleiche Position wie auch schon den Tesla, quasi vor meinen Türmen. Ne, es soll quasi nur Ablenkung sein. Wenn jetzt irgendwie so ein Ballon kommt, dass ich quasi mit dem Grabstein total ablenken kann. So, das ist der Plan. Ich frage mich aber, ob das lukrativ ist. Wir werden es heute austesten. Ich werde den Grabstein übrigens auch verbessern. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber wir machen es trotzdem mal. So. Wir könnten zwar noch weiter verbessern, aber dafür fehlt mir das Geld. Gut, gucken wir mal, wie weit wir mit diesem Deck kommen. Ich meine, wir haben ja, naja, eigentlich ja nur eine Karte abgeändert. Wisst ihr, wie ich das meine? Wir haben quasi den Tesla durch den Grabstein ersetzt. Und ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das ein Nachteil werden wird. Das ist die Frage des Tages, die es wieder mal zu beantworten gilt. Hi. Ja, da kann man sehen, das bringt sehr viel. Guten Tag. Definitiv. Aber dafür laufen jetzt hier so ein paar Skelette hin und her. Wisst ihr, wie ich das meine? So. Das könnte nämlich der sinnige Sinn der Sinnhaftigkeiten sein. So, und jetzt seht ihr, jetzt guckt euch das an. Ist das nicht eine gute Ablenkung oder ist es nicht eine gute Ablenkung? Guckt doch mal. Also ganz ehrlich, ich finde das gar nicht mal so schlecht, das Ganze als Ablenkungsmanöver zu nutzen. Also, natürlich, ne, man muss bedenken, es sind quasi nur... Skelette, die quasi vor den Gegnern stehen. Und bei Bombern ist natürlich ganz klar, dass die Skelette wegsterben werden, ne? Also das ist natürlich, muss man ganz klar so sagen, Kinas. Ist ja kein Geheimnis, aber er hat schon einen Level 3 Prinzen. Willst du mich vollkommen in den Arsch treten? Du Arsch. Na, kann auch mal in den Tower gehen, natürlich.
Wunderbär. So. Dann bitte. Gut, den Bomber. Er hat einen Level 8 Bomber. Was habe ich denn nochmal für einen? Level 7, oder? Kann das sein? Ich gehe mal stark von aus. So, wir haben... kontern können, gehe ich mal von aus. Die wollte ich gar nicht legen, aber ist okay. Hat trotzdem seinen Zweck erfüllt. Drecksau. So, jetzt den Riesen. Und dann der Bomber. Und jetzt lohnt sich erstmal soweit gar nichts mehr zu legen. Außer Grabsteine eventuell, ne? Grabsteine wären eine Option des Ganzen. Ja, ja. Guten Tag. Wir müssen bedenken, wir haben jetzt einfach mal 4 Skelette, die jedes Mal rauskommen. Jedes Mal rauskommen, ne? Jedes verdammte Mal im Leben. So, und wir legen noch einen Grabstein hin. So, und das Ganze hat auch wieder als Ablenkung sehr gut funktioniert. Bloß kommen wir nicht nach vorne. Das ist das Problem. Okay. So, mal gucken, ob wir es heute unter 1200 schaffen. Mal gucken. Bin ich mal sehr gespannt. Krass. Aber ihr seht, die Funktion vom Grabstein, die ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Das Ding hält zwar wenig aus, aber... ich sag mal so viel. Dafür hat man Skelette. Und Skelette sind geil. Die können so viel. Unterschätzt sie bloß nicht. Ja, ohne Scheiß, unterschätzt sie nicht. Skelette sind eine sehr tolle Sache. Oh, Wunderbär. Wunderbär. So, dann bitte ich... dann bitte ich mal bitte die Hexe von dannen zu gehen. Dankeschön. Warum auch immer ich jetzt auch gerade eben den Riesen gelegt habe, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil ich es kann. Nein, das lohnt sich jetzt alles gar nicht hier. Guckt an, er ist wieder lustig. Da ist wieder jemand lustig mit seinen Smileys. Das können wir aber auch. Das können wir auch. Warum denn noch nicht? Ich sag mal so viel, da wäre jetzt gerade ein Pfeil nicht schlecht gewesen, ne? Mal so gesagt. Zur Info. So, können wir jetzt dann vielleicht auch mal durchbrechen oder sowas? Oder wie sieht's aus? Mal gucken. Werden wir sehen. Ich gehe aber nicht von aus. Gut, das war dann schon mal... okay, cool. Dankeschön. Danke. Danke. Cool. Wow. Krass. Heftig, wie kann das denn passieren? Keine Ahnung. Cool. Einfach mal so ein Internetabsturz. So muss das sein. Krass, krass, krass. Heftig. Gut, auch das ist mal wieder verloren. Cool. Muss ja auch mal irgendwann passieren. Klar. Aber gut.
Und damit hatten wir wieder 30 Pokale verloren. Wunderschön. 30 Trophäen verloren. So muss das sein. Weiter geht's. Ich habe euch ja gesagt, wir fallen heute unter die 1200. Ich habe es euch ja gesagt. Freue ich mich schon drauf. Cool. Das wird cool. Ich kann mir diesen Tag schon im Kalender ankreuzen, wa? Kann es von ausgehen wie Kerzen. Das ist wirklich cool, Alter. So. Dann lauf doch mit deinen total nicht gerade besonnenen Warzenschwein poppenden Barbaren nach vorn. Du hast einen behaarten Spawn oder so ähnlich. Kann man sagen. Und von daher gesehen bist du ein, weiß ich nicht, Nazi oder so ähnlich. Versuche der diesbezüglich wieder zu reimen. Und kann es nicht sein lassen. Warum denn eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Lass mich eben mal kurz zu meinem Daim greifen. Ja. Lass mich zu meinem Daim greifen, wie ich zu meinem Reim greife. Von daher gesehen, weiß ich nicht. Leck meine Fleischpeitsche. Aha! Du Scheißheide, denkst auch schon, du bist fett und gläubig. Du bist dir wohl nicht im Klaren, dass du Dreck und ein Toy bist. Du fettes Häufchen Scheiße. Gut, Kinas, das war doch wieder eine sehr gute Reimkette. Und diesbezüglich haben wir jetzt auch erstmal wieder gewonnen. Wunderschön. So muss das sein. So. Nee, ich weiß nicht. Wir müssen das Deck irgendwie austauschen. Da ist wieder irgendwas Scheiße drin. Da ist wieder irgendeine Scheiße drin, die uns gerade gar nicht weiterhilft. Und das müssen wir rausfinden. Was ist die Scheiße an diesem Deck? Finden wir es raus. Sollen wir mal auf den gehen? Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich probiere es nochmal mit dem Tesla-Turm. Wir machen nochmal weiter mit dem Tesla-Turm. Also Bye und Hi. Vielleicht ist mein Fehler ja auch, dass ich den Tesla-Turm immer so richtig, ich sag mal, naja, nah an einen Tower gestellt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Könnte ja sein. So, da kontern wir mal so. Und das hält der Mini-Packer im Traum nicht aus. Und jetzt haben wir einen kleinen Truppenvorteil, wobei die Hälfte von denen sowieso wieder weggestorben ist. Wovon auszugehen war, aber wir können jedenfalls knapp 600 Tower-Damage machen. So, da würde ich mal sagen, legen wir den Riesen und danach die Valkyrin. Also Hi und Bye. Und nun. Oh mein Gott. 2. Leider war das nicht mein Ziel. Das war leider nicht mein Ziel. Du hast. Valkyrin, du hast den Job nicht verstanden. Und Barbaren haben den Job auch nicht verstanden. Leider. So, jetzt laufe ich mit. Los, Boogie, ja! Wunderschön gekämpft. Habt ihr gesehen, mit welchem letzten Atemzug sie diesen Pfeil verschossen hat? Läuft bei ihr! Ich kipp mir gleich die Kugel. Und damit meine ich nicht die aus dem Eisladen. So, da setzt ein Tesla zur Selbstverteidigung, ja? Die alte Drecksau. Bzz. Wunderbär. Und das gleiche nochmal. Ja. Ja.
Wahrscheinlich warte ich immer viel zu lange ab, bis ich keine Ahnung, ich habe immer so ein bisschen, ich sag mal so, ich habe immer so ein bisschen so eine tote Hirnzone, sage ich jetzt mal. So eine tote Hirnzone, in der mein Hirn nicht richtig arbeitet, sage ich jetzt mal. So, wir schmeißen trotzdem alles nach vorne. Scheiß auf den Tower. Dann scheiß doch mal komplett drauf. So, und bei nun. Ich meine, wir könnten auch schon längst auf den Tower gehen. Ja, das machen wir auch. Komm schon. Komm schon. Wir haben ja gerade den Vorteil unseres Lebens, sage ich jetzt mal, ne? Einigermaßen, aber wir kommen gerade auch irgendwie wieder nicht durch. Zuerst mal die Barbaren ablenken. Dann den... Okay. Das war eine relativ gute Schadensreduzierung des Ganzen. So. Problem ist, wir kommen trotzdem nicht nach vorne. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Das finde ich schade. Warum ist das denn so? Womit habe ich das verdient? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf einmal schaffen wir es nicht mehr, weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ich habe keine Ahnung. Willst du Schläge? Willst du Schläge? Ha! Immer diese Menschen. Immer diese lächerlichen, armen Drecksmenschen, die dann einen noch mit den Smileys ärgern müssen, ne? Ha! Ich liebe solche Menschen. Das sind die Besten. Ah, Schlag alle durchschneiden, aber direkt durchtrennen. Damit die... Okay. Damit die keinerlei Lebenszeichen haben. Und was mache ich denn gerade hier? Ich bin wieder so langsam gerade in meiner Reaktion, ne? Ich mache wirklich... Wow. Heftig. So, jetzt ist die Frage. Wer wird zuerst den Tower down kriegen? Ich schätze mal er, weil er auch gerade eben wieder meine Truppen so weit kaputt gemacht hat. Aber das macht auch gar nichts, weil da lege ich hier eben die Valkyrien. Und die lenkt ein bisschen die hier ab. Und da haben wir einen kleinen Punktevorteil bekommen. Wunderschön. Ich lasse die Valkyren trotzdem mal laufen. Damit mir die Lakaien oder jetzt nicht nach vorne rennt, habe ich sie direkt schon mit den Pfeilen beseitigt. Das war mein Ziel. Wisst ihr was? Wir laufen jetzt nach rechts. Ist mir gerade scheißegal, ob das irgendwie ein Fehler ist oder nicht. Wir haben gerade einen kleinen Truppenvorteil und wenn er jetzt mit einer Lakaienhorde kommt, bin ich bereit, das Ganze entgegenzuwirken dem Ganzen. Richtig. Gutes deutsches Sprache. Gutes Tag. So. Das kann er jetzt nicht mehr tanken. Es sei denn, er saugt sich seine Lakaienhorde aus den Fingern. Was er wahrscheinlich tun wird. So oder so ist der Tower down. Also bye! So, und das wäre es. Ich darf die Pfeile noch legen. Leider nicht. Schade. So, ihr wolltet mal einen längeren Part haben. Jetzt kriegt ihr einen längeren Part. Bitteschön. Gönnt euch. So. Und mal wieder die Zauberteil-Quali. Womit habe ich das denn bitte schon wieder verdient? Mit einer wahrscheinlichen Niederlage, ja. Kann man sagen. Kann man von ausgehen wie Kerzen. So. Ich merke mir jetzt gerade... Ich werde diesen Tesla-Turm nicht legen, ehe ich ihn nicht nötig habe, sage ich jetzt mal, ne? Das auf jeden Fall dazu. Jetzt könnte man ihn legen.
So, und damit die Hexe auch gleich nochmal ziemlich gut wegstirbt, mache ich den. Vielleicht kommen wir nach vorne. Und warum wird die Valkyrin denn nicht von dem Tesla-Turm in Angriff genommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich verstehe so vieles nicht in diesem Spiel. Wahrscheinlich war die Range zu gering. Sah aber erstmal gar nicht danach aus. Und wir haben kein einziges Mal den Tower gehittet. Wie schön ist das denn? Ist auf jeden Fall krass. So, jetzt noch den Riesen legen, der leider... Ja, der Plan war, den... Der Plan war... dass der Riese vor dem Bomber kommt. Wie wir gesehen haben, hat das natürlich wunderbar geklappt. Und das war klar, dass er, wie auch immer dieser Typ heißt, die Valkyrin setzt. Aber das kann ich ja auch. Bin ja nicht irgendwie auf den Kopf gefallen. Manchmal jedenfalls nicht. So. Das war klar, aber ist auch irgendwie okay und so wie es aussieht, werden wir das Ganze verlieren. Klare Sache. Ich meine, warum denn auch nicht? Warum soll ich das denn auch wieder mal hier gewinnen gegen ein Level, gegen einen Arena 5er? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Warum sollte ich? Warum sollte man mir das auch mal gönnen? Keine Ahnung. Weil ich vielleicht nicht nach Arena 5 kommen darf? Sehr wahrscheinlich. So wie immer. Und wir haben nicht einmal einen Tower angehittet. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Wie traurig ist das denn? Ist schon sehr arm, ne? Heftig. Wirklich arm. Wow. Krass. Krass. Ja, am Anfang habe ich nichts getan, weil was soll ich denn machen? Soll ich das nochmal verteidigen? Nö. Warum soll ich das tun? Habe ich nicht nötig. Habe ich nicht nötig. Aber okay. So. Japo, der genauso aussieht wie alle anderen Japos, weil alle Japos gleich aussehen. Guten Tag. Ich könnte schwören, ich habe schon 1 Million von dir gesehen, die auch auf Level 7 sind. Ist das zu glauben? Irgendwie nicht, oder? Ah, diese Japos. Ich liebe diese Schweinis. Ja. Ja, was soll ich da jetzt machen? Jetzt kann ich den Tower quasi nur hergeben, weil ansonsten... Natürlich kann die Valkyrie nicht irgendwie vor den Bogies platziert werden, nein. Heute mal nicht. Heute ist mal Ausfall. Dachte ich mir schon fast. Krass, krass, krass. Mhm. Okay. Okay. Cool. Ich laufe nach vorne. Soll mir egal sein. Dann mach doch den Tower kaputt. Ist mir doch egal. Soll mir egal sein. Dann mache ich den halt eben auch kaputt. Haben wir jetzt nur ein kleines Grundproblem. Ich kriege den Riesen nicht besiegt. Ich kriege den Riesen einfach nicht besiegt. Und jetzt ist vorbei. Heftig. Wow. Wow. Ne, das lohnt sich jetzt hier nicht irgendwie die... Ich habe kein Mittel gegen die Valkyren. Vielleicht den Riesen, aber ansonsten war es das. Ich habe da einfach kein Mittel gegen. Wow. Oh, ich wollte gerade sagen, warum überlebt die Hexe das bitte schön? Kannst du bitte sterben? Dankeschön. So, Riese! Danke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja. Okay.
So, dürfen wir jetzt bitte nach vorne brechen? Ich meine, wir haben zwei Musketierinnen. Okay, wir haben es. Wir haben es. Ich meine, noch ist nichts gewonnen, ne? Der Typ kann immer noch mit seinem Ballon durchbrechen, sofern er einen hat. Aber... Oh mein Gott. Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben gegen einen Japaner gewonnen. Gefühlt. Gefühlt. Und wir haben, seht ihr es, wir haben wir haben keinen Boden gut gemacht im Gegensatz zum Anfang des Parts. Wir haben jetzt 25 Minuten gespielt. Für 0 Trophäen gewinnen. Cool, ne? Das ist Clash Royale. Gut, ich würde sagen, ich beende an der Stelle auch mal den Part. Von daher gesehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.